Hallo, mein Name ist Yannick und ich möchte heute die drei beliebtesten kostenlosen Spiele für Android-Geräte testen. Aktuell befindet sich auf Platz 3 die App Whack Your Boss. Man soll hier also seinen Chef verprügeln und umbringen. Okay, hier wird noch mal, sind nochmal ein paar Hinweise. Oben auf Enter geht es dann los. So. Der Chef ist jetzt gerade reingekommen und spricht mit uns. Wir sind die Person hier und erzählt uns, dass wir was falsch gemacht haben. Und ja. So, und die Person, die soll jetzt seinen Wut am Chef auslassen, hat hier ein paar Gegenstände zur Verfügung. Mal schauen, was passiert, wenn man da eins antippt. So, ich habe jetzt den Golfschläger ausgewählt und jetzt nimmt er den eben und verprügelt seinen Boss damit. So, jetzt ist er fertig, setzt sich wieder hin und hört Musik. Wenn man hier unten auf Cleaner tippt, kommt jetzt eben eine Person, die Leiche verräumt und alles wieder sauber macht. Und es beginnt von vorne. Der Chef kommt wieder rein und hält uns wieder einen Vortrag, was wir alles falsch gemacht haben. Hier oben sehen Sie schon, hier steht Score 1 of 20. Also es gibt 20 verschiedene Wege, den Chef umzubringen. Alle mit irgendwelchen Gegenständen, die sich hier im Raum befinden. Einfach durch Antippen kommt man dann darauf. Und wenn Sie alle 20 gefunden haben, dann ist das Spiel eigentlich vorbei. Okay, das war das Spiel Nummer 1, Wack Your Boss. Auf Platz 2 befindet sich die App Temple Run. Die es sonst für Apple-Geräte gab. Die gibt es neuerdings auch für Android. Und die möchte ich auch mal testen. So, zum Spielen hier einfach auf Play tippen und los geht's. So, den Steuern einfach hier über das Gerät und durch Wischen nach oben kann man springen. Durch Kippen also steuern. Wischen nach oben springen. So Wege geht er, indem er nach links wischt oder nach rechts. Und man soll eben hier diese Gegenstände, wenn möglich, einsammeln. Ah, das war leider nichts. So, 8000 Punkte. Ja, und natürlich ist das Ziel, so weit wie möglich zu kommen und möglichst viele Münzen einzusammeln, um so eine hohe Punktzahl zu bekommen. So, okay, das war Platz 2. Und nun geht's zu Platz 1. Wie könnte es anders sein? Es ist natürlich Angry Birds, die Space-Version. Wie immer soll man hier eben mit Vögeln so kleine Schweinchen abschießen, die Eier gekidnappt haben. So, fangen wir doch mal an in Level 1. Sie haben sie drei Vögel zur Verfügung und sollen eben dieses grüne Schweinchen am besten von den Holzstämmen runter befördern, sodass es stirbt. Okay, neuerdings ist hier, man befindet sich nicht auf der Erde, sondern eben, wie der Name schon sagt, im Weltall. Das heißt, die bekannte Gravitation findet hier nicht statt, sondern es gibt eine Gravitation, die eben jetzt diesmal von den Planeten ausgeht. Die haben ihr eigenes Gravitationsfeld. So, das hat doch schon mal gut geklappt.
Und weiter geht's zu Level 2. So, hier hat man jetzt gleich mehrere von den Speinchen, die man zerstören muss. Gucken, ob das auch noch mit einem Vogel geht. Ah ja, wunderbar, hat doch geklappt. Okay, so viel zu den drei Spielen. Also Angry Birds persönlich finde ich sehr schön. Wreck Your Boss ist jetzt nicht so ganz mein Fall. Aber vielleicht, wenn Sie mal Wut an Ihrem Chef rauslassen müssen, können Sie das virtuell mit diesem Spiel eigentlich ganz gut machen. Ja, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.